Auch ein kurzfristiger Wintereinbruch am Morgen konnte das Publikum nicht davon abhalten, die Autoschau und Elektromobilitätstage im Einkaufszentrum Schöne Aussicht zu besuchen. Die Autohäuser aus dem Burgenlandkreis zeigten die neuesten Modelle von 17 namhaften Marken. Daneben stellten sich Organisationen wie Feuerwehr, Polizei, DRK und Gebietsverkehrswacht vor. In der Mall des Centers veranstalteten die Weißenfelser Stadtwerke zum dritten Mal den Elektromobilitätstag und zeigten unter anderem elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Aber auch Interessenten für E-Bikes und Fahrräder kamen im Einkaufszentrum auf ihre Kosten. Über das Thema Elektromobilität berichten wir ausführlich in unserer nächsten Ausgabe von Energie und Umwelt.